Wir fangen heute mal hier an mit einem neuen Video. Heute werden wir mal unser Kettensägenwerk ausprobieren, was wir uns, ich glaube, im letzten Video gebaut haben. Wenn du wissen möchtest, wie man dieses Kettensägenwerk, was wir heute benutzen werden, baut, musst du einfach mal auf meinen Kanal schauen, da habe ich ein eigenes Video dazu gemacht. Ich würde euch gerne sicher sagen, dass das, was wir jetzt gleich machen werden, auch sicher funktioniert. Also an dem Kettensägenwerk, was wir gebaut haben, wird es auf jeden Fall mal nicht liegen, sondern vielleicht eher meiner Kettensäge. Ich habe noch neue Schnittschutzkleidung von Cox zugeschickt bekommen, die werden wir uns aber später kurz mal anschauen. Auf jeden Fall kann ich euch mal zeigen, dass sie schon benutzt ist. Denn ich war gestern schon in unserem anderen Garten und habe einfach mal das Kettensägenwerk ohne diese Kamera hier ausprobiert. Diese Schuhe habe ich euch unten auch mal verlinkt. Ziemlich geil, das sind Hikes. Wir sind jetzt wieder hier oben im Garten und ich werde euch als erstes mal zeigen, was ich gestern hier oben so angestellt habe. Hier seht ihr schon einen Baumstamm und der erste Schnitt, der war auch wirklich gut, der erste Schnitt. Nur ihr seht dann auch schnell, beim zweiten Schnitt ging es nicht sehr weit, weil halt da angefangen hat, die Säge zu streiken. Aber ich muss echt sagen, der Schnitt ist wirklich schön parallel. Jetzt muss das Ganze einfach ein bisschen schneller funktionieren. Hier ist diese Deckscheibe, sage ich jetzt einmal mal. Da wird einfach in die Stirnholzseiten wird hier so ein Kantholz reingeschraubt und oben rauf kommt dann eine Bohle. Darauf ruht dann im Prinzip dieses Kettensägenwerk. Ich habe den Baumstamm hier auf so zwei Rundhölzer gelegt und in diese Rundhölzer habe ich jeweils einen Pfahl reingeschnitten, damit das Ganze halt nicht rumrollt, während man schneidet. Und ganz hinten habe ich sowas wie einen Keil hintergelegt, weil ihr drückt das Ganze ja, nicht dass das Ganze wegrollt. Das wäre ärgerlich, sagen wir es mal so. Ich werde jetzt einfach mal alles aufbauen, das Kettensägenwerk. In der Höhe habe ich es nicht verstellt, deswegen muss ich die Höhe nicht mehr einstellen. Und ja, dann werden wir es einfach mal wieder probieren. Wenn ihr Bohnen schneidet, müsst ihr immer darauf achten, dass euer Tank noch voll genug ist, dass er am besten in einem Gang durchkommt. Denn wenn eure Säge halt im Schnitt stehen bleibt, kann es halt mal sein, dass sie klemmt und ihr sie nicht mehr gut rausbekommt. Das kann man halt vermeiden, indem man einfach nach jedem Schnitt schaut. Wobei ich diesen Tank hier auch gar nicht ganz voll mache, denn wenn ich sie dann kippe, läuft auch ein klein wenig Sprit raus, deswegen, ja, das hier sind so 2-2,5 cm unter dem Maximum. Ich sag's an dieser Stelle hier sofort, diese Kettensäge hat keine Kettenbremse. Ich weiß auch nicht, der Vorbesitzer hat sie ausgebaut. Ich werde sie auch nur für Bohlenschneiden nutzen, im Regelfall. Ihr müsst mir nicht in die Kommentare schreiben, dass es nicht gut ist, keine Kettenbremse zu besitzen. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Lasst es dabei. Schreibt's nicht in die Kommentare, es ist unnötig. Wir werden die Säge jetzt mal starten. Gestern ging sie wirklich gut an, nachdem wir sie auseinandergebaut haben. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch der Fall ist. Choke raus. Die Maschine ist eingestellt. Hat mich sogar verwundert, dass es doch so gut jetzt funktioniert hat. Als ich das Ganze gestern getan habe, habe ich alles im Regen gemacht. Also es hat wirklich geregnet und ich habe mir einfach mal selbst gesagt, komm, das probierst du jetzt aus, damit du einfach mal siehst, wie gut die Klamotten sind. War echt in Ordnung. Wobei es dennoch halt nicht so viel Spaß macht, im Regen zu arbeiten. Ein paar von euch kennen das bestimmt auch. Der Klemmmechanismus hier unten funktioniert wirklich sehr gut. Die Kettensäge ist bombenfest. Nur ich denke, beim nächsten Mal hätte ich es doch so gemacht, dass ich einfach zwei Schrauben reinmache und das Ganze so befestige. Sprit ist in der Kettensäge, Öl ist in der Kettensäge auch super wichtig. Das Ganze hier kann sich gut bewegen. Würde ich mal sagen, probieren wir es mal wieder aus. Hoffentlich wird das jetzt was. Yeah.
Also eins muss man sagen, diese Kettensäge verbraucht so viel Sprit. Der hat jetzt ungefähr ja, die Hälfte von dem, was ich reingefüllt habe, ist auch schon weg. Wem ist das auch schon passiert, dass der Deckel in den Dreck fällt? Also diese Schnitte werden echt super sauber. Also das ist echt besser als aus dem Bauhaus die Bretter, die Säge raus sind. Ich habe sie auch extra nicht so dick gemacht, weil ich halt diese Stärke hier besser verarbeiten kann. Also das hat wirklich super gut funktioniert. Die Bretter hier sind wirklich super schön gerade. Sie sind nicht winch und top. Ich werde mal schauen, dass ich hinten noch einen Stamm rausbekomme, wobei das wird schon jetzt gleich wieder schwierig. Denn die liegen alle so ein bisschen schräg da hinten drin und ja, muss ich erstmal jetzt ein bisschen was freiräumen. Ich schau mal, dass ich was rausbekomme. Hier diese Kanthölzer brauchen wir jetzt. Als erstes müssen wir mal die Schrauben. Scheiße. Ich weiß, eure Position ist gerade nicht so gut, aber es fängt an zu regnen und ich will nicht, dass diese Kamera jetzt auch noch kaputt geht. Jetzt schrauben wir die Kanthölzer auf und die werden einfach von beiden Seiten so aufgeschraubt und später kommt noch ein Bohlen oben drauf. Das werden wir aber gleich alles sehen. Jetzt legen wir den Bohlen drauf, dann können wir das Ganze nämlich ausgleichen, dass das Ganze auch parallel wird. Es hat jetzt ein bisschen aufgehört zu regnen. Ich habe jetzt die Kettensäge eingestellt. Ich habe die Höhe auf 14 cm eingestellt und jetzt werden wir die Säge einmal starten und unser Glück mal probieren.
So, wir sind jetzt mit dem eigentlichen Schneiden fertig. Ich habe jetzt 4 Bohlen geschnitten. 2 4 cm Bohlen und 2 6 cm Bohlen. Und das hat echt gut funktioniert. Das muss ich echt sagen. Das hier ist der letzte Schnitt und ich werde es euch mal gleich nahe zeigen. Das ist echt eine super gute Oberfläche. Für so einen Schnitt habe ich ungefähr 6 bis 8 Minuten gebraucht, damit ihr mal wisst, wie lange so etwas dauert. Ich habe aber noch ein paar Abschnitte und die will ich nicht zu Brennholz verarbeiten, denn Rubine ist einfach ein tolles Holz. Ja, da muss man alles was man hat, muss man da auch noch verwenden. Das hier werde ich in schmale Brettchen und Latten daheim an der Tischkreissäge zuschneiden. Ihr seht auch, mein Holzlager sieht schon wieder aus wie ein riesiger Schweinestall. Und ich denke, da ist wieder viel Brennholz dabei. Das ist auch schon alles wirklich trocken. Das liegt hier schon seit ungefähr 3 oder 4 Jahren. Und da hinten würde ich ja ganz gerne noch eine andere Art von Kettensägenwerk bauen. Dazu aber irgendwann mal ein bisschen mehr. Dafür brauche ich auf jeden Fall noch eine andere Kettensäge. Ja. Und die Bohlen werde ich hier lagern. So, das war heute ein super erfolgreicher Tag. Endlich habe ich ein Kettensägenwerk. Das will ich wirklich schon so unendlich lang. Und ja, es hat funktioniert. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und ich würde sagen, alles, was ihr für ein Kettensägenwerk braucht, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, ich habe mir alles von Cox zukommen gelassen. Das Schwert, die ganzen Kleider und alles. Falls euch das interessiert, schaut ihr einfach mal am besten auf deren Website vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Freitagmittag und bis zum nächsten Video. Ciao.